willkommen zu einer brandneuen Folge von My Hero Academia Staffel 5, Episode 14. Oh, ich bin so aufgeregt, das ist meine Lieblings-Arc. Das wird die Leute, die den Manga nicht gelesen haben, so verwirren. Ich hoffe selber, dass ich mitkomme, jetzt wo sie alles getauscht haben. Ich finde ihn so cool, wirklich, mit seinen riesengroßen Flügeln. Oh nein, das bestimmt ist, dass die Leute so denken, so, was? Wie bitte? Warum steckt er mit den Bösewichten unter einer Decke? Ich habe gar nicht gesehen, ob er die Tasche schon dabei hat. Nein, noch nicht, oder? Nee. Das kommt erst noch. Warte, da war doch was mit den Flügeln, oder? Aber ich darf es nicht sagen. Wie bitte? Nee, oder? Das zeigen sie nicht jetzt schon, oder? Hä? Was, aber das ist doch viel zu früh, dass sie das zeigen. Das kommt doch erst später. Hä, krass. Oh, das verwirrt mich jetzt aber wirklich. Jo, okay. Aber warte mal, im Manga hat er doch zivile Kleidung an. Ja, so ein Turtleneck. Bis über die Nase gezogen. Oh mein Gott, das ist so schwer für mich, nichts zu sagen. Oh Mann, oh Mann, oh. Die haben echt alles durcheinander gebracht. Darauf habe ich gewartet. Oh, das ist gut. Das ist gut. Oh, ich mag das jetzt schon. Das ist geil.
Ah ja, das da. Mit den Tränen. Ja. Seine Mama tut mir wirklich so leid. Das ist Wahnsinn, was die alles ertragen muss. Arme Inko. Oh, süß. Die Szene ist so genial. Ist schon krass, wie weit er inzwischen gekommen ist. Ich hoffe, dass sie die Stelle mit dem Buch richtig hinkriegen. Bitte, bitte, bitte. Darauf habe ich so lange gewartet. Auf geht's. Der Schal. Das sieht so wirklich aus, wie der läuft, ey. Ah ja, das mit dem Kaffee. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das nicht mehr Sinn gemacht hätte, das wieder andersrum zu machen, ja, weil jetzt weiß wirklich niemand, warum ist er denn mit denen unter einem Busch? Warte, war das nicht, dass er diesen Endeavor-Kaffee trinkt oder was das war? Würde ich jetzt den Manga nicht kennen, wäre ich echt verwirrt, weil er ist doch ein Hero, ja? Was macht er denn mit denen? Oh, es geht los. Oh, es geht los. Kringelt im Mangel. Dieses Fake-Lächeln, ja. Er ist halt so ein cringy Dad, ja. Ich mag diese Arc sehr, weil man eine ganz andere Seite von ihm sieht, ja. Man kennt ihn immer nur als diesen grumpy und aggressiv und der immer nur rumbrüllt und in der Arc sieht man eine ganz andere Seite von ihm. Ach, ich habe gerade überlegt, warum geht er nicht wieder zu Genist? Ah, nee, warte.
Ich glaube, in puncto Lernen gibt es keinen besseren, ihm was beizubringen. Jetzt brennt er wieder seinen Mantel weg. Jo. Jo. Cool. Ich frag mich, wer dich sponsort, weil jedes Mal... Ah, jo, der komische Kerl mit den Blasen, ja. Das war schon im Manga super cool. Das ist krass, wie schnell der ist. Ich meine, er mag nicht der beste Mensch sein, aber als Hero ist er klasse. Guck, der da rumflattert, ey. In gewisser Weise hat er schon recht, ja. Ach, sind diese Blasen aus Glas gemacht, oder? Wie funktioniert das? Es sieht so krass aus, wie der da durch dieses Ding fliegt. Jo. Ah, das kann ich nicht aufhalten. Ja, das ist wieder typisch, dass er genau in dem Moment auftaucht. Star Servant. Das kann auch so ein Marvel Hero sein. Star Servant. Ja, das ist erstaunlich für jemanden, der mit Feuer durch die Gegend fliegt, dass dann nichts anfängt zu brennen. Er ist so nervös. Das hat er eben erzählt. Bei einer meiner Klassenkameraden bricht sich ständig die Finger. Typisch Katjana, ja. Ich mag die Interaktion zwischen den beiden sehr. Weil man geht ihm immer so auf den Keks. Meta Liberation.
Ja. Also bis jetzt haben sie alles richtig gemacht, ja? Auf jemand, der nur den Anime kennt. Sein Serious Face. Nein, nein, nein. Das ist kein Buch, was du lesen darfst. Nein. Gegeben. Ach, du große Güte. Sind die drei Bücher, die er ihnen gegeben hat, genauso wie das, was er Endeavor gegeben hat? Wessen Stimme war das? Ich hoffe, Sie haben die Stelle 1 zu 1 übernommen, bitte. Das ist kein Büro, das ist ein Museum, so groß wie das ist. Also sie verstehen sich scheinbar. Das ist krass, das ist so eine große Agency, dass da überhaupt noch Villains übrig sind. Man müsste meinen, die haben schon alle eingeknastet. Ich meine, da braucht doch niemand anders eine Agency aufzumachen, oder? Wenn es die bereits gibt. Spoonville, okay. Ach, ist das peinlich, wirklich. Das bin ich ja mal gespannt, wirklich. Ah ja, das Buch präpariert, ne? Schlauer der Vogel. Aber warte mal, das hat er ja nicht selber reingeschrieben. Wie macht denn das Sinn? Dass er genau diese Textstellen rausgefunden hat. Das verstehe ich nicht ganz.
okay. Er hat gewusst, dass Endeavor klug genug ist, das rauszufinden. Das hat dich getäuscht. Wie er es durchliest. Zuck, 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 zuck. Ja, die haben richtig, richtig viele Leute. Oh, schon zu Ende, okay? Oh nein, das ist die Puppe von Hux. Oh mein Gott. Oh Gott, bitte, das müsst ihr uns jetzt zeigen. Bitte, komm. Oder war das nur ein Teaser? Ending mit Hux. Ich fass es nicht. Nein. Okay, besser kann es gar nicht mehr laufen. Dankeschön. Dankeschön bei uns. Oh, das ist so viel besser als das erste. So, so viel besser. Aber die Folge war kurz. Ich hätte jetzt gedacht, die hätten mehr gezeigt. Das war ja bis jetzt nur ein Chapter, oder? Oh ja, jetzt ist mit dem Brötchen. Ne? Also bis jetzt hat Bones es gut gemacht. Ich hätte eigentlich, oder ich hatte meine Befürchtungen, dass sie vielleicht das Ganze durcheinander bringen, aber bis jetzt sieht das Ganze ganz gut aus, ja. Ich kann den Leuten, die nur den Anime gucken, echt ans Herz legen, den Manga zu lesen, weil sonst kommen die wahrscheinlich nicht mehr mit all den Ereignissen, vor allem jetzt, wo das Ganze getauscht wurde, ja. Selbst für mich ist es manchmal schwer, noch einen Überblick zu behalten. Ja? Naja, wie dem auch sei, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die nächsten Folgen. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye!